Hallo, es geht weiter. In diesem Schloss oder wo auch immer wir hier sind. Ui, ein weiterer Schalter. Hallo, Aisia? Sieht aus wie irgendein alter Fire Emblem Charakter. Nicht sicher. So. Oh, ja, Bombio hat mal... ich weiß nicht. Ich hau einfach mal Feuerbodenresistenz rein, auch wenn hier keiner ist. Jo, wahrscheinlich ein Fire Emblem Charakter. Hallo. Oder was? Warum? Steh auf! Aua! Er hat Popcorn! Ja, geil. Oh Gott. What the fuck? Warum sind die überall Bob-Bombs? Wer kommt auf diese Idee? Easy. Warum Bob-Bombs? Was war die Story, wenn da auf einmal Bob-Omb-Gehagel kommt? So, ihr könnt mich mal, Mann. Ihr blöden Gegner mit euren Bomben. Ihr kommt schon auf die Idee. Jetzt wird erstmal Knopf gedrückt. Ui, okay. Oh, da gibt's einen Charakter. Da bin ich jetzt gespannt. Ein neuer Charakter. Vielleicht einen, den ich dann spielen werde. Mal schauen. Ich sollte eigentlich mal einfach mal random picken. Das wäre eine Idee mittlerweile. Ich will aber gar nicht hier lang. Könnte ich eigentlich jetzt gleich machen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich habe ein bisschen Angst davor. Weil sich die Folgenlänge, Folgenanzahl erhöht. Um einiges wahrscheinlich. Aber mal schauen. Vielleicht. So. Jetzt wird Peach geknallt. Hallo Peach. Wir retten dich aus diesem Schloss. Oh. Aui. Und du bist tot. Yeah. Wow. Yay. Oh Gott. So viel Lernjuwelen, nicht schlecht. Ach ja, stimmt, ist ja immer so bei einem neuen Charakter. Weiter geht's. Soll ich mal... wisst ihr was, ich nehme einfach mal random. Aber erstmal schauen wir hier rein. Ui, hat sich schon einiges eingesammelt wieder. Ich hätte gerne... das hier ist eigentlich super krass, wenn wir irgendwann Charaktere haben, wo wir einfach nur krasse Smashes haben. Da hier haben... Ich glaube, mit dem haben wir überall Super Armor drauf. Was halt echt OP ist. Also wirklich. Meteors, ja gut, auch nicht. Das könnte nice werden. Okay, egal, weiterschauen. Charakter. Zufall. So. Vielleicht benutze ich dann auch mal was anderes, außer nur in der Luft zu sein. Weil ich will ja eigentlich mich an die Steuerung gerade gewöhnen, weil ich die ja umgestellt habe. Oh ja, was halt... nicht so einfach ist mit Pummeluff, weil da nutze ich eigentlich das Schild fast gar nicht. Und das ist bei mir jetzt auf einer anderen Taste. Hallo, Crowden, du Opfer. Moment, Feuerboden. Oben rechts, ich glaube, ja. Nein. Ja gut, warum nicht? Wo bist du, Feuerbogen? Feuerbodenresistenz, da bist du ja. Es geht los. Nicht Resistenz, sondern Immunität. Riesenpause. Oh, ich vergesse Pac-Man. Muss mich jetzt umgewöhnen. Oh, aua. Pac-Man. Ich hab keine Ahnung von Pac-Man. Weil, das reicht. Oder auch nicht. Ah! Ich bin gerade voll ungewohnt, weil ich die ganze Zeit rumhüpfe wie ein Verrückter. Dass ich... Oh Gott. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab überlebt! Ruhe! Liege die Mine. Oh, er hat die Mine einfach umgebracht. Was ein Mörder. Die Mine hatte auch ein Leben.
Kannst du mal sterben? Ich habe keine Ahnung, was von Pac-Man tötet. Bis auf die Smashes natürlich. Aua. Weil. Geht doch. Auf Level 99 Evolution möglich. Oh shit. Wir können es also in die Omega-Version. Wie heißt es? Doch, Omega crownen? Fuck, hieß es Omega? Ich habe keine Ahnung. Ich hab den Namen vergessen. Aber halt darin verwandeln. Snack Maxi. Na gut, momentan nicht so wichtig. Ui, Fire Emblem. Höre ich da raus? Schön, ich mag Fire Emblem Musik. Hallo Leon. Ja, du kleiner Drecksack, du. Warum habe ich jetzt immer Pac-Man? Weil ich einmal Zufall genommen habe und dann nimmt es den und das war's? Das wäre ganz schön doof. Dann wechsle ich gleich wieder. Aua. Aua. Halb. Au, 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 i, foi, foi. Halb. Und du bist tot. Oh, holy, wo kommst du her? Das ergibt Sinn, Story und so. Spoilerino, Spoiler, Spoiler. Wow. Oh Gott. Okay. So, jetzt bin ich gespannt. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt weitergehe, dann kommt wahrscheinlich ein Boss. Ich hätte lieber gerne noch einen anderen Kampf, um zu schauen, ob es mit Pac-Man wirklich so ist. Obwohl, man sieht es ja jetzt gerade. Was ist, wenn ich jetzt nochmal hier reingehe? Da bin ich auf Pac-Man drauf. Schön, danke für gar nichts Spiel. Well. Dann nehme ich eben weiter. Puff, luff, luff, pumpelup, pummeluff. Puff, the puff. Schauen wir mal. Wer kommt jetzt? Oh. Ich würde gerne, kann ich mir die Karte hier anschauen lassen? Ich habe alles richtig. Ich glaube ja. Ja, okay. Weil, es ist ein bisschen doof. Ich habe gehofft, ich kann den Boss von dem in einer neuen Folge machen. Aber anscheinend nicht. Hallo, wer wartet denn hier auf mich? Oh, es ist doch nicht der Boss, den ich erwartet habe. Oh. Es wird mir also gleich sowas Krasses empfohlen. Scheint nicht ganz so easy zu sein. Mr. Giga-Bowser, ich weiß genau, wer du bist. Jetzt verwandelt er sich einfach in irgendwie so einen kleinen Welpen oder so. Hallo. Boop. Boop. Oh Gott. Der ist eigentlich auch super, super easy. Wenn man nicht dumm ist. Wir sind viel zu OP für den. So, der braucht immer super lange, bis er einen Angriff startet und dann kann man eigentlich einfach nur aus dem Weg gehen. Boop. Oh, wow, 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 wow. Manchmal aber auch nicht, weil ich dumm bin. Vorsicht. Oh. Au. Ich kann ihn auch resten. Ich kann es versuchen, aber dann werde ich gleich angegriffen vom nächsten Move. Und das macht mir Angst. Weil. Aua. Da, man hat's gesehen. Ah! Das mit den Hitboxen ist gar nicht so einfach. Leck mich! Au. Ich will sterben! Yeah. Ja, gut. Oh! Dadurch haben wir gleich Bosse freigeschalten. Oh, ich habe so viel Lernjuwelen. Ich habe jetzt echt einen anderen Boss erwartet. Aber ist auch gut. So. Haben wir denn den Heini ganz oben jetzt erzürnt oder was? Schauen wir mal.
Das Schild ist schwächer. Kiras schützender Schild wurde weiter geschwächt. Schön. Bam, 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 bam. Easy peasy, Popel squeezy. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Das ist ja schön. Das ist ja wundervoll. Yay! Oh, Wupp, 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 wupp. Ja, alles gut. Das ist ja nicht einfach so raus teleportieren. Obwohl, wenn man gleich den Boss machen will und dann die anderen Viecher noch machen will, ergibt es Sinn. Aber wäre schön, wenn die einen zu fragen würden. Ja, willst du hier raus? Hm? Wir könnten dich hier rausbringen. Ist okay. Wir machen das. Wir sind für dich da. Allianz. Was gibt's noch Schönes? Und rechts ist ein Charakter, links ist noch so ein Charakter. Ich würde gerne die Mitte da machen. Können wir eigentlich noch viel weiter nach links oder geht es nicht? Es gibt doch allgemein viel Zeug, das wir machen sollten. Hallo Tinge! Kululempa! Oh Gott. Okay. Ja. Es scheint ein krasser Kampf zu sein. Ich meine, es ist fucking Tinge. Oh. Was ist denn das? Was? Oben rechts. Warum? Oh. Hat der gerade getauntet? Er tauntet. Aua. Weil. Ich denke mal, ich weiß. Rutschparty? Oh. Link, lass mich in Ruhe! Oh Gott! Super fast! Wuhu! Das ist schön. Oh. Oh Gott. Bin ich hier gelandet? Was? Ich komm nicht hoch. Boop. Komm her, Link. Was ein geiler Kampf. Ich würde gern resten, ich treffe ja eh nicht. So. Komm her, Link. Warum haben die den so hart genervt? Es gibt solche fucking OP-Items in dem Dreckspiel. Und dann der Laser. Nö, den machen wir jetzt schwächer. Der haut einen nicht mehr bei der Seite von der Stage raus, wenn man immer schießt. Nein, der haut jetzt einen nach oben. Okay, cool. Warum auch immer. Aua. Komm her. Wow! Das war alles geplant! Puff! Detect! Krass! Detect jeden einzelnen Angriff! Egal, jetzt hat er so viel Prozent! Und ich ihn jetzt. Ich jetzt treffe. Leck mich! Wirklich? Weil mein nutzloses Ultra Smash, mal schauen, ob er das schafft. Ich bin stark überrascht. Er hat es geschafft. Der Ultra Smash von Pummeluff ist so Schrott, das ist unglaublich. Das war ein interessanter Kampf. Eisboden und super fast. War ganz lustig sogar. Ui, was ist hier jetzt? Oh. Der Dog! Der Dog! Wow! Nutzlos! Nein, ich weiß nicht. Ich mag Mario in dem Spiel nicht so arg bisher. Ich mochte ihn in Smash 4 eigentlich ganz gut. Aber in dem Spiel nicht so. Frag mich, ob sich das noch ändern wird. Ich meine, ja gut. Das hier ist ja auch der Doc, der ist ja wieder ein bisschen anders, aber nicht wirklich. Bisschen schon. Aua. Einfach nur slappen. Irgendwie glaube ich, das ist mein bester Move. Oh Gott. Boop. Weil. Komm her. Boop. Halb Mario, du bist tot. Obwohl, du gehörtest zu uns. Du bist ja nicht tot. Du bist jetzt ein Teil von uns, ja. Und wir sind unsterblich.
Weil wir unendlich Versuche haben, deshalb. Hm. Ja! Hallo, Sid! Du Monster. Der frisst. Unschuldige kleine Wesen. Kackvieh. Also ins Platoon. Oh. Warum ist Sid Morten? Muss man das verstehen? Ich meine, die Items, die kann ich verstehen, die ergeben Sinn. Aua. Der Gegner ist irgendwie nutzlos. Wupp. Chanera. Schön. Explodieren die nicht? Nope. Da kommen einfach Items raus. Ah, Morten! Hör auf! Ich mach nur noch den Move jetzt. Wenn es so weitergeht, dann mach ich. Holy shit. Mach ich nicht. Stirb! Du nerviges Stück Scheiße! Geht doch. Gewonnen! Weg damit. Er braucht den Scheiß schon! Muss auch gleich wieder auf die Karte schauen. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt freigeschaltet haben. Also freigespielt haben von der Map her. Irgendeine Stadt. Ui, ganz schön viel. Ha, huh, und das auch ein Schalter. Alles klar. Das ist krass. Schauen wir mal hier weiter. Gegen diesen popeligen Heini Springman von diesem Spiel, das gar nicht mal so gut ist. Boop. Aua. Holy shit. Warum fliegt er so langsam? Oh, schade. Ich dachte, die Patented Slap Combo von mir funktioniert hier auch. Weil viele NPCs irgendwie anscheinend zu doof sind, um da was zu machen. Aua. Er ist etwas nervig. Die Fluganfälligkeit ist auch ziemlich für den Arsch gerade. Ich weiß auch nicht. Hat er es mal? Wirklich? Ich hab nicht mal. Ich kann nicht mal was schießen. Komm runter. Oh. Das tut auch Nahkampfangriffe blocken. Leck mich! Ich hasse ihn. So, stirb einfach. Was war das? Es ging die Wand und ist da zurückgegangen. Oh. Komm her. Komm her. Ah! Oh Gott. Warum? Warum kriegt das ein fucking Ultra-Smash? Ich will nicht. Ich sterbe. Ich bin tot, wenn er mich trifft. Weil, RIP. Das ist etwas unfair. Du ganz schnell, ganz auf B. Schade. Wow, holy shit. Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach verschwunden. Habt ihr das gesehen? Einfach ins Nichts. Okay, der Kampf ist sehr nervig. Unglaublich nervig. Leck mich! Fucking mies! Euch braucht doch keiner! Verschwindet! Ah! Deine Specials kannst du dir sonst wo hinschieben. Aua. So, oh. Komm her! Ich bring dich einfach um, bevor du dein Ultra Smash einsetzen kannst. Walp. Walp. Dummes Scheißspiel. Muss irgendwie in ihn reinhüpfen dabei. Aber der ist halt so klein gewesen, da wollte ich nicht hüpfen. Alter! Oh. Er hat meine einzige Schwäche. Feuer! Was der Arsch! What the fuck?
Ich mag den nicht. Hallo? Nicht zuletzt verwendet, sondern Power. Oh. Huh. Das ist mein stärkster. Hatte ich nicht noch einen stärkeren? Nee. Ach ja, das ist ja auch einer, den man entwickeln konnte. So, jetzt komm her, du Drecksvieh, du kannst. Wirklich. Du kannst mir gar nichts mehr, lass mich in Ruhe. Ich hab mehr Power als du. Du schummelst. Ruhe! Au. Oh, was? Er ist einfach so nervig. Er ist auch so flink unterwegs. Ich würde ihn einfach resten. Einfach so, aber dann macht er einen Smash. Was ein Arschkopf. Ich reiß ihm jetzt gleich sowas in den Arsch auf. Komm schon. Los. 60% ist ja gar nichts. Ich mache so wenig. Also wenn wir überlegen, dass all meine Luftangriffe viel stärker waren und dass ich teilweise schon an die 25% oder so gemacht habe mit einem Move. Und jetzt bei dem eigentlich gar nichts mehr. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Alter. Nein. Ah! Ah! Aua. Komm her, du Drecksvieh. Wir sind trainiert, wenn er über den ist, dann macht er seinen fucking Smash. Okay, er spammt einfach nur Counter. Ist auch in Ordnung. Ah, renn doch mit rein, du Opfer! Voll, voll! Komm her! Leck mich. Alter, diese Vollblume ist so ein Schrott. Hier, der hüpft immer nur rum, ey. Der macht das gleiche wie ich. Das bedeutet, er hat kein Skill. Oh Gott. Er hat einen Sternenkack. Endlich! Ich bin happy. Springman, ich hasse dich. Ich mag den Charakter überhaupt nicht. Also ich hasse ihn nicht, aber ich finde ihn so... Er sieht einfach aus, als wäre er nervig. Endlich vorbei damit. Yay, also Punkte. Jetzt beende ich die Folge. Endlich. Springbären ist ein Arschkopf. Und ja, Discord zusammen in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.